hast wohl alle Hände voll zu tun. Bestellungen. Die Leute sind ganz wild auf unser neues Material. Die Welt hat sowas ja auch noch nie gesehen. Leinen, das nicht knittert. Und Forrester hat die Exklusivrechte. Bei der vielen Arbeit, die wir hatten, konnten wir unseren großen Erfolg noch gar nicht gebührend feiern. Denkst du an eine Party? Wieso nicht? Ich dachte an ein richtig großes Fest. Was hältst du davon? Großartig, finde ich eine tolle Idee. Wie läuft es denn so? Du meinst mit Macy? Ja. Du weißt, sie ist bei Jake. Naja, ich meine, sie wohnt jetzt bei ihm. Aber da läuft nichts. Sagt sie jedenfalls. Glaubst du ihr das? Ich würde es gern, aber ich weiß nicht. Sie hat dich schon einmal angelogen, als es um die Formel ging. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie mir das antun konnte. Sie stiehlt unsere Formel, um sie ihrer Mutter zu geben, damit die sie kopieren kann. Wer denn sonst? Macy brachte die Formel zu Spectra, das steht eindeutig fest. Ja, ich weiß. Ich vermisse sie, Rich. Gott, ich vermisse sie so sehr. Sie haben mir schon mehrmals gesagt, dass Sie das Lager von oben bis unten abgesucht haben, richtig? Und ich sage Ihnen, dass Sie es nochmals absuchen müssen. Die Kleider müssen irgendwo sein. Hm? Nein, nein, por favor, Senor. Sie suchen so lange weiter, bis ich Ihnen sage, dass Sie aufhören können. Verstanden? Kein Glück, Sally. Nein. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Vielleicht hattest du recht. Vielleicht sind Sie weggeworfen worden. Das müsste irgendwo vermerkt worden sein. Ich habe O'Malley erwischt. Er muss jeden Moment hier sein. Wer ist O'Malley? Er ist Lastwagenfahrer. Er und seine Männer haben eine Ladung aus dem Lagerhaus A abgeholt. Das ist genau das Lagerhaus, wo wir die Leinenkleider aufbewahrt haben, bevor wir sie endgültig vernichten wollten. Soll das heißen, dass dieser O'Malley die Sachen abgeholt hat? Ja, wer weiß. So wie die Dinge liegen, ist doch alles möglich. Das kannst du laut sagen. Aber wenn diese Kleider unter die Leute geraten, mein Lieber, wird Eric Forrester in der Tür stehen und uns fertig machen. Sal, Sie wollten mich sprechen? Das hat man Ihnen doch wohl oft genug gesagt, O'Malley. Ja, Sally will Sie dringend sprechen. Was gibt's denn? Kommen Sie rein, hören Sie mir zu. Wir haben ein paar Probleme mit der Ware, die Sie neulich aus Lagerhaus A abgeholt haben. Also, es waren etwa 10 Kleiderständer mit verschiedenen Kleidungsstücken. Ist Ihnen vielleicht irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, dass die Kleider irgendwie anders waren? Wie meinen Sie das? Jedes Kleid war mit einer extra Hülle versehen. Das ist nur bei den gesuchten Ständern so gewesen. Ja, ich glaube, ich habe die Dinger gesehen. Einer meiner Männer hat mich gefragt, was wir mit dem ganzen Zeug anfangen sollen. Ja, und was? Aber denken Sie noch mal in Ruhe nach, was Sie mir antworten. Was haben Sie ihm gesagt, O'Malley? Ich habe ihm in die Augen gesehen und ihm gesagt, lass die Finger weg, das bleibt da, wo es ist. Oh, Gott sei Dank. Gut, ein Problem weniger. O'Malley, Sie sind ein Genie. Ja, wissen Sie, ich wusste, dass die Kleiderständer wichtig waren. Wenn man etwas richtig machen will, dann muss man es selbst machen. Was? Was? Wie meinen Sie das? Ich habe die Sache geregelt. Was haben Sie getan? Ich habe die Kleiderständer persönlich ausgeliefert. Also nur keine Sorge, Miss Spectra. Die Sachen sind von mir bei den richtigen Läden abgegeben worden. Die verkaufen sich wahrscheinlich wie die warmen Semmeln. Wie schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch, Margot. Ach, na, wie geht's dir denn so? Weißt du, in meinem ganzen Leben bin ich noch nie so glücklich gewesen. Tut mir leid, wenn ich was falsch gemacht habe. Ist schon gut. Ist schon gut. Gehen Sie wieder an die Arbeit. Ich glaube es nicht. Das darf nicht wahr sein. Ich kann einfach nicht glauben, dass die Kleider wirklich ausgeliefert worden sind. Aber ich sage euch, dafür werden Köpfe rollen. Ja, und ich werde der Sache auf den Grund gehen. Die Kleider sind im Verkauf, dagegen können wir nichts mehr machen. Doch können wir, ich habe eine Idee.
Sag mir, wann wurden die Kleider ausgeliefert? Gestern? Dann können wir noch was unternehmen. Vielleicht können wir sie abfangen, bevor sie endgültig verkauft werden. So schnell werden die Stücke hoffentlich keine Kunden finden. Du sprichst von einer Rückrufaktion? Ja, genau. Moment, wer sitzt alles hier in L.A.? Wie ist die Nummer von Stanwix? Die weiß ich auswendig. Danke. Stanwix, Damenmode. Mein Name ist George. Ja, würden Sie mich bitte mit dem Abteilungsleiter verbinden? Am Apparat. Oh, cool. Hier spricht Sally Garrison von Petra Garrison Fashion. Also hören Sie mir bitte gut zu, denn es ist wirklich wichtig. Wir haben Ihnen eine Portion Kleider geschickt, die gestern angekommen sein müsste. Sie wissen schon, unsere Frühjahrskollektion. Ja, das ist richtig, Mrs. Garrison. Gut, also hören Sie mir zu. Könnten Sie mir einen Gefallen tun und verhindern, dass auch nur eines dieser Kleidungsstücke verkauft wird? Sie müssen es verhindern. Es tut mir leid, das ist ganz unmöglich. Unmöglich? Was soll das heißen, unmöglich? Es ist zu spät. Zu spät? Wieso zu spät? Wir haben sie sofort in den Verkauf gebracht. Naja, der Preis war sehr günstig. Wir haben die Sachen bereits alle verkauft. Alle verkauft? Was? Was haben Sie verkauft? Mal sehen. Die Cocktailkleider? Die Abendkleider? Oh ja, und das fabelhafte Leinen. Unsere Kunden haben so etwas noch nie gesehen. Das war sofort verkauft, Mrs. Garrison. Davon würde ich gern mehr bestellen. Alle verkauft. Sie sind alle weg. Tja, jetzt weißt du, wie es aussieht. Macy und ich warten ab, was passiert. Das finde ich sehr gut. Naja, sie ist so ehrlich zu mir gewesen. Sie braucht etwas Zeit und ich will auf keinen Fall für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich sein. Das kann ich gut verstehen. Aber ich meine, wenn ihre Ehe zerbricht, und das ist sehr wahrscheinlich, dann bin ich für sie da. Ich liebe sie. Wenn ich dir so in die Augen sehe, dann kann ich das ganz deutlich erkennen. Was hast du denn da mitgebracht? Naja, eigentlich wollte ich dich deswegen sprechen. Ach, ein neuer Bläser, zu dem du meine Meinung hast? Nein, es ist kein Bläser. Es ist ein Kleid. Jake, nein, die Farbe steht dir ganz und gar nicht. Sehr komisch, das ist für Macy. Hoi. Ja, aber ich bin mir einfach nicht sicher. Wie findest du es? Ich finde es reizend. Du sagst das nicht nur so. Nein, es ist sehr schön. Ich habe es bei Stanwix gekauft. Es ist aus der neuen Kollektion von Spectra Garrison. Ah, das ist eines von Clarks Modellen. Das hätte ich erkennen müssen. Das ist ein fantastisches Material. Ich habe gar nicht gewusst, dass er Leinen in seiner Kollektion hat. Ja, gut. Vielen Dank für deine Hilfe. Damit werde ich Macy heute Abend überraschen. Nein, warte, Jake, Moment mal. Was ist los? Oh mein Gott. Was hast du? Jake, ich muss das Kleid behalten. Was? Wieso denn, Margot? Jake, ich kann es dir nicht erklären. Aber es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Was ist nur mit uns passiert, Macy? Wie konnte uns das nur passieren? Wir waren doch glücklich, Song. Wir waren so glücklich. Stimmt es nicht? This time we
Didn't we? This time I had the answer right here in my hand, and I touched it, and it had turned to sand. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ja. Hat San Francisco auch alles verkauft? Bis aufs letzte Stück. Tja, mein Lieber, bald werden die Foresters herausfinden, was passiert ist. Und dann können wir uns auf eine Menge Ärger gefasst machen. Sally, es war ein Versehen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich verstehe nicht, dass du so ruhig bleiben kannst, Clark. Wirklich nicht. Ich glaube gar nicht, dass die Foresters es je erfahren werden. Meinst du? Sehen wir die Sache doch mal realistisch. Wie viele haben wir denn ausgeliefert? 10? Könnte hinkommen, ja. 10 Kleiderständer mit je 15 Kleidern, das ergibt 150 Kleider, nicht mehr. Hör zu. Hinzu kommt, dass die Kleider über das ganze Land verteilt sind. Das ist die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Ich bin sicher, dass die Foresters nichts von unserer kleinen Panne erfahren werden. Vertrau mir, Sally. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Ganz sicher nicht. Da bin ich. Es ist spät geworden. Oh, ist schon gut. Der Verkehr ist der totale Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich war heute überhaupt nicht weg. Du bist zu Hause geblieben? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe nachgedacht. Über was denn? Über alles. Willst du darüber reden? Später vielleicht. Ich bin immer für dich da, Macy. Ja, ich weiß. Wo bist du gewesen? Ich war unterwegs. Unterwegs? Ich habe eine Überraschung für dich besorgt. Was denn, Jake? Wenn ich es verrate, ist es doch keine Überraschung mehr. Und wann bekomme ich die Überraschung? Das wird noch eine Weile dauern. Meine Schwester hat sie. Margot? Ja, sie will irgendetwas nachprüfen. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Du wirst begeistert sein. Mehr verrate ich dir aber nicht. Du musst eben warten.
Hast du Hunger? Ja, hab ich. Gut, ich habe nämlich einen Riesenhunger. Also, was haben wir denn alles? Bohnen und Sauerkraut. Das ist eine ganz schön explosive Mischung, nicht wahr? Ja, darauf habe ich wirklich keinen Appetit. Wie wär's denn mit französischer Küche? Oh, nein, lieber nicht. Ach, komm schon, wir sind doch schon ewig nicht mehr ausgegangen. Ich weiß, aber ich habe einfach keine Lust auf so viele Menschen. Hast du Angst, dass wir Thorn treffen könnten? Nein, nein, das ist es nicht. Was dann? Ich fürchte mich, Jack. Wovor denn nur? Vor dem Leben. Vor der Welt da draußen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht mehr damit fertig werde. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin immer bei dir. Ich werde immer auf dich aufpassen. Gut, dass du noch da bist. Ich fahre jetzt nach Hause. Hast du Dad gesehen? Er ist unterwegs. Wohin? Ich weiß nicht, wieso. Margot ist auf dem Weg hierher. Sie will uns alle sprechen. Was ist denn los? Ich weiß nicht, das muss wichtig sein. Ihr zwei werdet nicht glauben, was gerade passiert ist. Was denn? Mein Bruder ist gerade bei mir gewesen und hat mir das hier gezeigt. Und was ist das? Ein Kleid. Jake wollte wissen, ob es mir gefällt. Ich muss ja wohl nicht fragen, für wen das Kleid ist. Richtig, frag nicht. Margot, wenn du nur hier das bist, das hat gar nichts mit Macy zu tun, klar? Seht euch das Kleid an. Das Material. Fühlt mal. Das ist Leinen. Sehr weich, gute Qualität. Ach. Probier mal, ob es knittert. Was? Versuch's mal. Es hat dieselben Qualitäten wie unser neu entwickeltes Leinen. Ich glaube, es ist unsere Neuentwicklung. Das ist doch ganz unmöglich, Mann. Leider ist es möglich. Das Labor hat es bestätigt. Wo hat Jake das Kleid her? Er hat es heute bei Stanwix gekauft. Das Kleid ist aber nicht von uns. Wo hat Stanwix um Himmels Willen dieses Material her? Schau dir das Etikett an. Spectra Garrison. Was? Ja, sie haben uns bestohlen. Ich kann nicht glauben, dass sie so dumm sind. Ich habe sie gewarnt. Dad hat sie gewarnt. Ja, ich habe sie auch gewarnt. Sie haben es trotzdem gewagt. Sie haben wirklich unsere Formel gestohlen, aber der Sache werden wir ein Ende machen. Was hast du vor? Wir haben jetzt endlich genug Beweise, um diese ganze Spectra-Bande hinter Gitter zu bringen. Thorn, ruft die Polizei an. Ich versuche, Dad zu finden. Was ist denn? Ich kann das nicht tun, Rich. Ich kann das einfach nicht tun. Hallo, hier spricht Rich Forrester. Ich möchte Lieutenant Burke sprechen.